Hallo zusammen, ich bin Jadavin, der Entwickler von Hinterm Horizont und in meiner neuen Tutorial-Reihe möchte ich heute euch mal über die Tiere und Haustiere informieren und was es da alles Neues gibt. Also, zuerst einmal sage ich euch mal, was es alles gibt. Das gibt das Huhn, die Ente, den Hasen, das Schaf, das Schwein, die Kuh, den Esel und das Pferd. An Haustieren gibt es momentan das Lama, das als Reittier dienen kann, der Hund, die Katze, das Eichhörnchen und den Wolf und den Löwen. Das sind die Haustiere, die es gibt. So, die Tiere werden im Allgemeinen in so einem Käfig hier gekauft. Das seht ihr hier schon hier unten. Ich mache jetzt mal die Pause raus. So, zum Beispiel könnte ich jetzt einfach mit diesem... Ich habe hier schon so ein schönes Gehege, das ist jetzt meine Farm, mit der ich hier gerade spiele. Hier habe ich schon ein paar Kühe. Jetzt könnte ich meine Kuh hier freilassen, zum Beispiel einfach nur hier. Und dann läuft die da rum. Ich könnte mir jetzt auch diesen Käfig wiederholen. So. Und könnte meine Kuh, solange sie klein ist, auch noch wieder in den Käfig sperren. So, dann komme ich gleich zu der ersten Besonderheit, was ich im letzten Tutorial auch nicht erwähnt hatte. Wenn ich jetzt diese Kuh in einem Stall, der dafür ausgestattet ist, also diese Ställe, die kann man ja kaufen und dann aufbauen, freilasse, dann wird die Kuh mit diesem Stall verbunden. Ja, das heißt also, jetzt die Kuh lebt nur in diesem Stall. Das heißt, wir haben diese Kuh in diesem Stall und Ställe bieten vor allem den Vorteil, dass die Kuh, wenn ich jetzt hier gucke, ne, in einem Stall untergebracht ist. Das heißt, ich brauche sie nicht mehr zu zähmen. Alle Tiere, alle Farmtiere, die ich ansonsten ohne Stall habe, muss ich regelmäßig zähmen. Zum Beispiel dieses Schwein setze ich mal hier hin und ihr seht schon, ich kriege nicht mal ein Fragezeichen, weil dieses Tier ist nicht gezähmt. Ne, dem Schwein müsste ich jetzt zum Zähmen zum Beispiel einen Kürbis geben. Dafür gibt es eine Liste im Spiel, welches Tier was frisst. Hühner zum Beispiel wollen gerne Körner haben, damit sie gezähmt bleiben. So, das läuft jetzt hier rum. Wenn ich das jetzt wiederum in einem Stall für Schweine aussetzen würde, wäre es eben auch gezähmt. Und nur gezähmte Tiere lassen sich melken oder scheren oder im Fall vom Schwein verbessern sie dann den Boden. Ja. So, jetzt zeige ich euch hier anhand der Milchkanne diese Kuh. Kann ich einfach so melken, dann kommt eben die Milch. Bei dieser Kuh, jetzt habe ich sogar zwei Milch bekommen von der Kuh. Das ist auch ein Phänomen, was entsteht dadurch, dass die Kuh in diesem Stall lebt. Bekomme ich dann eben hin und wieder mal auch die doppelte Menge. Zusätzlich kann man diese Tiere auch noch verzaubern, dass sie im Prinzip mit diesem Tiere verzaubern, dass sie sofort wieder erntebereit sind. Dieser Zauber dient auch noch für andere Dinge, dazu kommen wir später. So, jetzt kann ich noch hier zeigen, wie ich die Schafe, das ist momentan anscheinend nicht so dick, da ist die Wolle noch zu klein. Hier kann ich das auch noch scheren. Also Schafe geben Wolle, Hasen geben auch Wolle, aber eine andere Art von Wolle. Esel geben Eselsmilch und sind trotzdem nützlich, auch um den Boden umzugraben. Das kann ich euch mal zeigen. Esel können nämlich so felsige Areale fruchtbar machen. Hier habe ich zum Beispiel meinen Esel eingesperrt. Das war alles mal Kiesboden. Ihr seht schon, das wird besser. Es wird immer besser. Und umso länger der Esel hier lebt, er muss natürlich auch wiederum gezähmt sein. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, da steht, er ist noch 15 Tage gezähmt. Diesen Esel habe ich mit einem Zauber gezähmt. Das ist dieser Zauber hier. Tiere zähmen. Der zähmt die Tiere sogar 30 Tage lang, also eine ganze Jahreszeit lang. Während, wenn ich den Esel nur mit seinem Lieblingsfutter füttere, ich das einmal in der Woche tun muss, damit er gezähmt bleibt. Ich könnte ihn, wie gesagt, eben auch in den Stall tun und dann würde er eben auch immer gezähmt sein. Hier sind die Hasen untergebracht und die Hühner. Hühner, die in einem Stall untergebracht sind, legen ihre Eier normalerweise immer direkt in den Stall. Und das ist auch ganz praktisch. Wenn sie wild rumlaufen, legen sie die irgendwo hin und ich muss sie auch alle 7 Tage zähmen. So, das waren erstmal die Wildtiere. Jetzt kommen wir zu den Haustieren. Die Haustiere
funktionieren ganz ähnlich. Ich werde das mal kurz hier entfernen. So. Was haben wir hier an Haustieren drin? Die Katze zum Beispiel. Hier haben wir eine Katze. Wenn ich die jetzt freilasse, dann läuft die hier wild herum. Das heißt, ich werde sie danach gleich mal zähmen. Das kann ich bei den Haustieren Hund und Katze oder auch bei dem Löwen und bei dem Wolf ganz einfach tun, indem ich ihnen zum Beispiel eine Portion, ein Spiegelei gebe, weil das leben sie sehr. Oder sie leben auch Bratkartoffeln oder Sojabratlinge. Also es gibt vieles, was sie gerne fressen. Und damit kann ich sie dann zähmen. So, hier läuft meine Katze umher. Das ist jetzt eine ausgewachsene Katze schon. Und jetzt kann ich dieses Futter nehmen und auf sie drauflegen. Bei den Haustieren ist es so, dass ich ihnen sofort einen Namen geben kann. Ich kann sie zum Beispiel jetzt Miezi nennen. So, das kann ich mit der Maus tun oder einfach mit der Tastatur. Das ist egal. Und jetzt steht hier, Miezi ist gezähmt und wird bei dir bleiben. So, das tue ich jetzt wieder rein. So, jetzt kann ich, sehe ich hier schon, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, kann ich hier eine kleine Info aufrufen. Ne, sie ist zufrieden und sie ist noch nicht verzaubert. Gehe ich näher ran, gehe ich in den Modus, wo ich ihr Befehle geben kann. Also so läuft sie hinter mir her. So bleibt sie dort stehen. Gehe ich jetzt zu weit weg von ihr, wird sie auch wieder frei herumlaufen. Sie wird aber bei der Farm bleiben, das heißt, sie wird nicht verschwinden. Um alle Haustiere, die man so besitzt, zu sich zu rufen, dient diese Pfeife. Ne? Ihr seht schon, das Lama kommt sofort zu mir. Auch Tiere, die ein bisschen weiter weg sind, solange sie in Hörweite sind, kommen sie dann zu mir. Und das ist sehr praktisch, wenn man sie füttern will. Apropos füttern. Viele Tiere, wie zum Beispiel das Lama, suchen sich ihre Nahrung auch selbst im Bereich hier. Also bei dem Lama wäre es einfach Gras. Wenn man also ein bisschen Gras pflanzt, dann wird das Lama einfach von alleine fressen. Man braucht es nicht füttern. Ne? Hund und Katze sind, bis man einen Futterspender hat, darauf angewiesen, dass man ihnen Futter gibt. Das muss man nicht jeden Tag tun. Man kriegt auch entsprechende Meldungen, wenn das Tier hungrig ist und auch wenn es fast am Verhungern ist. Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man es bald füttert. Bei Wolf und Löwe ist das ähnlich über Hund und Katze, wobei man da auch noch aufpassen muss, weil die ja im Kampf eben auch verwundet werden und dann entsprechend schneller verhungern können. Auch dort gibt es aber entsprechende Meldungen und es passiert nicht einfach so ganz plötzlich, dass das Tier tot ist. Wo das Lama gerade hier ist, kann ich euch auch noch zeigen. Es gibt eine spezielle Lama-Pfeife und das Lama ist ja ein Reittier. Ich kann mich also da drauf setzen und mit dem Lama reiten. Das Lama wird, wenn ich es irgendwo stehen lasse, dort stehen bleiben, bis es Hunger bekommt. Das heißt, ich kann es in der Stadt abstellen und solange ich es da füttere mit Heu, wird es auch immer da stehen bleiben. Nur wenn es hungrig ist, wird es zur Farm zurückkehren. Das ist eine Besonderheit beim Lama. So, da habe ich eine Lama-Pfeife, was nicht ganz so einfach ist herzustellen, aber irgendwann hat man die dann. Kann man eben das Lama zu sich rufen. Dann wird es von irgendwo ankommen und man kann es irgendwo zu sich rufen, außer in den Höhlen, da will es nicht hin. Entsprechend gibt es diese Pfeifen eben auch für Löwen und für Wölfe, die ja Kampfbegleiter sind, die auch in den Höhlen funktionieren. In dem Fall teleportiert sich eben der Löwe und der Wolf eben direkt zu einem. So, wenn ich jetzt ein Tier habe, das schon freigelassen wurde und ich es trotzdem in einem Stall haben will, den ich neu gebaut habe, gibt es die Möglichkeit, mit diesem Einquartierungszauber das Tier quasi zu verbinden mit dem Stall. Das kann ich einfach nur demonstrieren, indem ich zum Beispiel dieses Schaf mal freilasse, aber nicht im Stall, und es zähme mit dem Zauber. So, jetzt ist es auch gezähmt, wie ihr seht. Und jetzt müsste ich es in den Stall locken. Und wenn es im Stall ist, kann ich es eben auch mit dem Zauber, dem Einquartierungszauber, zähmen. Und jetzt steht das Schaf lebt nun in diesem Stall. Das heißt, so kann ich das machen. Und wenn ich das außerhalb des Stalls auf ein Tier mache, was schon mit einem Stall verbunden ist, dann trenne ich diese Verbindung mit dem Stall. Wenn ich also diese Kuh jetzt mit rausnehme, ihr seht schon,
Okay. So. So, in einem Stall ist ein Platz frei geworden. Also diese Kuh ist jetzt nicht mehr gezähmt und sie ist nicht mit dem Stall verbunden. So kann ich also die Tiere auch überführen von einem Stall zum anderen und auch hin und her bringen. So, zusätzlich gibt es jetzt neu die Möglichkeit, mit dem Namenzauber jegliche Tiere zu benennen, auch die normalen Tiere wie Kühe oder Hühner oder was weiß ich. Voraussetzung ist nur, dass sie gezähmt sind. So, jetzt noch ein paar Worte zu den Kampfbegleitern. Wenn die im Kampf verwundet werden, werden sie irgendwann bewusstlos und liegen dann dort. Sie können genauso wie der Spieler sich eben auch selbst heilt mit Heilungszauber oder auch mit entsprechender Nahrung, die eben in der Lebensessenz wiedergibt, geheilt werden und werden dann auch wieder, sind auch wieder kampfbereit. Lässt man ein bewusstloses Kampfbegleiter in der Höhle zurück, wird er sich auch zur Farm teleportieren, muss dort aber auch geheilt werden, sonst wird es sehr bald sterben. Das ist also auch noch sehr wichtig. Und was könnte ich noch erzählen? Ja, zum Beispiel, dass Katzen sind auch sehr gute Mäusejäger. Es gibt ja so einige Mäuseplagen auch, die hin und wieder mal auftreten können. Dafür ist es auch gut, eine Katze zu haben. Die Katze wird die Mäuse jagen und fangen, die dann sonst vielleicht die Farmpflanzen fressen würden. Ansonsten kann man Katzen und Hunde auch verzaubern, die dann entsprechend in der Lage sein werden, Früchte zu ernten, auf die Bäume zu klettern und so weiter. Also das wird aber im Spiel alles auch erklärt und bräuchte ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal extra zu erwähnen. Also im Wesentlichen, denke ich, ist das alles, was zu Tieren zu sagen ist. Ja. Das Einzige, was ich noch erwähnen kann, es gibt jetzt auch mit dem neuen DLC zusammen dann noch den Alpha-Tier-Zauber, mit dem man eben diese Tiere, egal ob Farmtiere oder Haustiere, zu Alpha-Tieren verzaubern kann, wodurch sie etwas stärker, schneller oder eben auch mehr produzieren.